Ruth Becher von der SPÖ ist jetzt am Weg zum Rednerpult. Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zahlen belegen es, der Anteil am Kulturbudget ist von 0,6% vom Gesamtbudget auf 0,5% gesunken. Und das ist ein problematisches Signal in Bezug auf die Gesamtsituation, die wir zurzeit haben, aus mehreren Gründen. Die Kultur ist gerade in schwierigen Zeiten besonders wichtig, denn Kunst und Kultur geben Identität. Freiheit der Kunst ist ein Gradmesser für die Freiheit insgesamt. Und wer die Kunst eines Landes betrachtet, erkennt sofort auch den Reifegrad der Demokratie. Und in Zeiten, in denen die Grundrechte der Menschen beschnitten werden, wäre ein starkes Signal für Kunst und Kultur besonders wichtig. Mit einem mutigen Kulturbudget könnte man sagen, da ist Licht am Ende des Tunnels. Aber diese Chance ist in diesem Budget nicht ganz so durchgeschlagen. Ich habe Künstlerinnen und Künstler in meinem Bekanntenkreis, bei denen sehr viel Vertrauen verloren gegangen ist. So haben sie das wahrgenommen, dass sie im ersten Lockdown das Verständnis für sie, ihre Lebenssituation von der Regierung gefehlt hat. Das war deren Eindruck, so haben sie das wahrgenommen. Und es gibt eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, das haben wir aus den Medien ja erfahren, die sich auch jetzt entschlossen haben, eine Verfassungsklage einzubringen. Und ich möchte mich, weil ich die Gelegenheit habe, auch bei den Künstlerinnen und Künstlern bedanken, deren Arbeit ich in den letzten Wochen auch ganz konkret erleben durfte, in den verschiedenen Theatern, bei Ausstellungen. Und ich habe hervorragende Aufführungen erlebt und mich in jeder Sekunde sicher vor Corona gefühlt, weil die Sicherheitskonzepte hervorragend ausgearbeitet waren und mit großer Sorgfalt auch umgesetzt wurden. Liebe Künstlerinnen, liebe Künstler, ich hätte mir ein Budget gewünscht, das mehr Wertschätzung für ihre unersetzbare Arbeit ausdrückt. Aber es werden wieder bessere Zeiten kommen in der Politik und auch in Bezug auf Corona. Vielen Dank. Sie hätte sich mehr Wertschätzung im Budget für die Künstlerinnen und Künstler gewünscht, sagt Ruth Becher von der SPÖ.